Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Adversaries. Lange ist es her, aber ich habe fleißig gespielt in der Zeit, habe einiges dazu gelernt und habe vor allem fleißig Packs gesammelt und die werden wir uns alle gemeinsam jetzt ansehen. Wir werden mal ein großes Pack-Opening machen und dann mal schauen, wie viel Zeit noch in der Folge bleibt oder ob wir dann das Kämpfen auf die nächste Folge dann verlagern und uns erstmal so angucken, was sich denn so getan hat. Und hier gleich schon mal die Patch Notes. Immer noch Steam Early Access. Gibt ein neues Schiffsmodell, die Akira-Klasse. Und bei den Karten hat sich auch ein bisschen was verändert von den Kosten und so weiter. Ja, und dann Näheres schauen wir uns gleich mal im Spiel an. Da sind wir auch schon. Und A muss ich sagen, die Updates sind ein bisschen weniger geworden. Also ich muss ja sagen, sehr fleißig waren sie. Eine Zeit, wo es wirklich jeden Tag ein neues Update gab, das haben sie sehr zurückgefahren. Mittlerweile ist es wöchentlich in etwa. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Nicht, dass das dann irgendwann so einschlaft wie bei Timelines und dann alle heiligen Zeiten nur noch ein Update kommt. Ja, wäre schade, denn es sind doch noch ein paar Bugs drinnen, die behoben gehören. Was auf jeden Fall neu ist, ist diese Oberfläche hier bei den Missionen. Ihr seht jetzt schon, das ist jetzt auch so kartenmäßig dargestellt. Vorher fand ich es besser, fand ich es ein bisschen übersichtlicher. Von der Art und Weise bin ich jetzt nicht so begeistert. Aber ja, im Grunde eine optische Sache. Auch das hier haben sie überarbeitet. Das Menü sieht jetzt ganz anders aus. Genauso wie die Schaltflächen. Schaltflächen sehen ein bisschen billig aus, meiner Meinung nach. Also da fand ich das alte Design cooler. Aber was praktisch ist, ist, dass man hier durch die Schiffe durchschalten kann. Föderation, Klingonen. Und sieht dann auch gleichzeitig auf dem Bildschirm, was dann so die Spezial-Ability ist von dem Schiff. Zusätzlich kann man draufklicken und sieht gleich mal die Core. Karten, sprich die mit dem Schiff mitgeliefert werden und kann sich dann auch gleich ein Bild machen von den Fähigkeiten davon. Also auch das ist eigentlich eine nette Sache, haben sie dann auch ein bisschen dran gearbeitet und man kann sich das Schiffsdesign dann auch nochmal hier übersichtlicher anzeigen lassen, was man denn so kaufen könnte. In Quarks hat sich eigentlich nichts verändert, das sieht aus wie vorher. Bei den Freunden, das haben sie ein bisschen überarbeitet. Im Shop sehen wir schon ja, 20 geile Packs zum Öffnen. Da freue ich mich schon mega drauf. Habe ich echt stillhalten müssen, meine Fingerchen, dass ich dann nichts aufmache. Dachte, das kommt dann alles mal in der Aufnahme. Missionen haben wir uns gerade angeschaut. Und Flotte. Ja, da gibt es auch nach wie vor nichts Neues. Da kann man nicht wirklich irgendwas machen, der Missions. Button funktioniert gar nicht mal. Und so kann man einfach nur reinkommen. Man steigt, je länger man drinnen ist, im Rang auf. Aber man hat keine Möglichkeiten, da wirklich zu interagieren in der Flotte oder irgendwelche speziellen Missionen zu erledigen. Das wäre richtig cool, wenn es sowas gäbe. Ähnlich wie bei Timelines, so Flottenziele, die man halt gemeinsam erreichen kann. Spiel eine gewisse Anzahl von Partien, um irgendwas zu bekommen oder so. Ja, wäre nett, würde ich mir noch wünschen. Ich überlege gerade, war sonst noch irgendwas Neues oder können wir gleich ohne Umschweife uns die Packs anschauen? Bei Deck. Das sieht eigentlich noch aus wie vorher. Und Ready. Haben sie auch ein bisschen ummodelliert, aber auch das sieht eigentlich wieder sehr gleich aus. Wins 2, Losses 1, das haben sie resettet letztens. Denn da haben sie einen Leaderboard-Change gemacht, da sind die ersten ausgezeichnet worden, die ersten 100 glaube ich. Und dann gab es ein Reset. Und ich bin ja nicht so der PvP-Spieler, ich spiele lieber Quarks. Also Quarks bin ich wirklich eigentlich täglich drinnen und mach zumindest um meine zwei Siege, hol mir das Package ab und das habe ich jetzt ja,
die letzten 3, 4 Wochen so gemacht. Darum haben sich 20 Packs angehäuft und eine nette Anzahl an, wie heißt das, Latinum? Diese Währung halt da auf jeden Fall. Bin auch stark am Überlegen, welches Schiff ich mir als nächstes kaufe und ob ich das wirklich für diese goldene Währung hier holen soll. Oder mal warten soll, dass ich mehr von dem von der Echtgeldwährung bekomme. Wären auf jeden Fall noch ein paar Schiffchen dabei, die interessant sind. Ich weiß es gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, aber ich habe mir ein Schiffchen tatsächlich gekauft. Das habe ich für diese, für dieses Dingens da gemacht, für die Ingame-Währung. Also da habe ich kein Echtgeld ausgegeben für das Spiel. Nicht wie in Timelines, sondern das spiele ich noch komplett auf kostenloser Basis. Mal überlegt, bei so einem 10-Euro-Paket, bei so einem 10-Euro-Dingens zuzuschlagen, aber ich weiß nicht, dabei gibt es noch nicht wirklich viel Mehrwert, wenn dann irgendwas Spezielles, wenn die auch so Packages anbieten, ist es vielleicht verlockender, aber dabei habe ich mich da noch ferngehalten, weil man ja nur diese Währung kaufen kann. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das Spiel, dieses Schiff hier gegönnt. Das gibt Jamming und Jamming finde ich richtig geil. Schöne Fähigkeit. Kann man eine nette Konstellation daraus machen. Ich kann euch ja dann noch zeigen, wie es funktioniert eventuell. Das ist auf jeden Fall mal so auf die Schnelle gezeigt. Mein Deck, was ich gerade aktuell habe. Erklären kann ich das ja dann mal an anderer Stelle. Aber diesmal habe ich erstmal Bock, mir die ganzen Karten anzuschauen. Das ist auch neu. Das hier nämlich, wenn man die Karten aufmacht, sieht man die quasi in diesen Transporterraum. Und ja. Carmen. Aha. Carmen. Ah, okay, so funktioniert das, okay. Epic. Carmen, Epic. Carmen. Okay. Aha. Mhm. Ja, okay. Interessant. Das Geräusch nervt ein bisschen, aber es ist nett präsentiert. Und bei denen hier, wo ich mich beim letzten Mal noch gefragt habe, was das alles soll, wieso das so glitzert, weiß ich es mittlerweile. Die Sterne sind voll und ich habe ja die dann gesucht und nicht gefunden. Also habe die dann nur gefunden, dass ich da 2 Sterne habe und mich gewundert, warum die da so komisch angezeigt wird. Das ist einfach das Zeichen für sie ist voll und sie wird umgewandelt in Geld. Genau, das heißt, wenn wir uns den Store anschauen, haben wir jetzt 1410. Es ist automatisch umgewandelt worden. Und ich habe die ganze Zeit nachgeguckt im Deck und habe dann eingegeben Kieler. Richtig, natürlich. Und dachte, hä? Komisch, ich habe die nur 2-mal, aber ich habe die schon 1000-mal gesammelt. Ja, jetzt weiß ich warum. Wird automatisch in Geld umgemünzt. Also praktisch. Praktisch braucht man das nicht machen. So, nächstes Pack. Tada! Einmal Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja. Carmen. 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 Haben wir auch schon voll? Carmen. Rare. Rare. Okay. Naja. Naja. Nicht so toll. Ich kann leider. Okay, jetzt kann ich das neue Pack dann reinziehen. Gut. Kolos. Carmen. Kronien. Friendship is destroyed. Draw a card. Carmen. Okay. Das ist gut. Die finde ich gut. Wenn ein Ship. Wenn ein Friendship is destroyed, gain +1 Attack. Nachteil hat nur 3 Verteidigung und wird oft als erstes attackiert. Carmen. Ah, oh, wieder. Hm, schön. Gute Karte. Alles klar. Cool. Take control of target Klingenship. Mhm. Theoretisch praktisch. Theoretisch praktisch. Man muss halt nur gegen den Klingonen spielen. Aber sehr schön. Es ist eine Elite-Fähigkeit. Elite-Karte. Gute Kosten und an sich, wenn du so ein echt fettes
Klingonenschiff ist, dann ist es schon nett. Nachteil, es muss enttarnt sein, weil das bezieht sich auf ein direktes Schiff, nicht auf ein random Ship. Target Klingonenschiff bedeutet, muss enttarnt sein. Und die meisten coolen sind die, die getarnt sind. Ah ja, okay. Restore 5 Hit Points to your flagship. Schöne Karte. Haben wir schon? Carmen. Glilka. Carmen. Wasch. Carmen. Rush. Und ein Guardian. Haben wir noch gar nicht voll? Okay. Galaxy Class Starship ist das nächste. Carmen. Antak. Rare. Baxial, at the start of your turn, deal 1 damage to a random enemy ship. Boah, ganz Rare. Praktisch. Traveler, gain energy. Boah. Carmen. Nicht so interessant, aber dafür günstig. Und die Kra-Class. Bringt uns zum nächsten Package. Bloodthirst, summon a Raptor Class. Carmen. Der bajoranische Frachter. Carmen. Leider nur bis zum End of the Turn, da gibt es auch eine bessere Karte, die für immer gilt. Plus 2 Attack, die ist noch besser. Carmen. Rare. Rare. Claire. Claire ist rare. Viel Klingonen dabei. Sollte ich doch mal drüber nachdenken, Klingonen-Bild auch zu machen. Die habe ich ja bisher komplett vernachlässigt. Klingonen spiele ich eigentlich immer nur in Quarks, wenn sie mal Carmen auftauchen. Carmen. Carmen. Die haben wir schon alle. Und uses Charleston. Fängt mit einer Rare-Karte an, mit Sarek. Draw a card that costs 4 less to play. Ah, ich glaube, mit der werde ich nie spielen, mit der Karte. Rare. Die finde ich nicht besonders praktisch. Erosion Beta. Auf 2 or less. Eventuell ganz nett. Carmen. Ja. Carmen. Ja. Carmen. Modulating Shields. Rare. Da wird das Rare verschluckt durch den Sound von den Replikatoren. Rare. Okay. Rare. Oh, lauter Rare. Gain one attack whenever you disable a ship. Carmen. Rare. 4 von 5 Rare. Guardian. Das ist ganz praktisch. Ist auch eine nette Karte für das Jamming Deck, aber für Jamming ist sowieso alles interessant, was 3 Angriff hat. Guardian Corporate Straw Card, gute Karte. 5 Verteidigung ist mal ganz nett für einen Guardian, wenn der auch Carmen ein bisschen bessere Verteidigung hat. Rare. Carmen. Carmen. Bloodthirst, 3 Attack. Oh. Halbzeit haben wir im großen Pack-Opening. Nechayev, die Admiral-Tante. Retreat. Carmen. Mit Retreat habe ich noch nicht so die Erfahrung. Carmen. Guardians immer praktisch. Boah, ja, schön. Sehr schön. Legendärer Replikator. Das heißt, ich kann mir irgendeine 5-Sterne-Karte craften. Ah, ich kenne mich ja schon, da kann ich mich schon wieder nicht entscheiden, welche ich nehmen werde. Da habe ich ein paar auf der Liste, die ganz interessant sein könnten. Mhm. Glilka ist die nächste. 3-Sterne-Replikator. Carmen. Oral. Orak. Und Chochklas. Carmen. Und Dr. Gillian Taylor. Rare. 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 Carmen. Carmen. Rare.
Gain 2 Attack at the end of turn. Disable. Habe ich auch noch nicht so das Bild, was sich auf Disable Ships wirkt. Carmen. Rare. Okay, Replikatoren. Rare. Den haben wir jetzt auch schon voll mittlerweile. 6 Packages noch. Fangt man mit Apollo. Gute Karte. Gute Angriffs- und Verteidigungswerte. Carmen. Rare. Wieder ein Pattern. Carmen. Die 3-Sterne-Pattern sind ja Wahnsinn. Carmen. Da haben wir ja einige bekommen. Carmen. Carmen. Rare. Ah, shit. Okay, Leute, die ich noch nie gehört habe. Carmen. Okay. 4 Packages noch. Viele Klingonen Carmen. Dabei. Leute, ich hab kein Klingonenbild. Da, sowas ist besser. Carmen. Zumindest von der Angriffs. Vom Angriffswert. Rare. Ein paar Mal. Und you play an event, die one damage to all ships. Das finde ich richtig unnötig, diese Karte. Jedes Mal, wenn ich ein Event spiele, dann gibt es auch Schaden für meine Schiffe. Und wenn die auf 1 gesundet sind, sind sie down. Pff, nee, das finde ich echt doof, die Karte. Würde ich, glaube ich, nie mitnehmen. Rare. Rare. Schon wieder ein Pattern. Type 6 Shuttlecraft. Carmen. Core Class. Carmen. Malone. Woff Ship. 7 und 8. Gute Werte. Rare. Und Herojin Beta. Der mit dem Ziel zerstören. Oh, eins haben wir noch. Trommelwirbel. Na, ich hoffe, das war nicht schon die Elite-Karte. Carmen. Carmen. Jamming ist immer gut. Carmen. Und? Carmen. Ach, dann war das wirklich die Elite-Karte, das Trample. Naja. Obwohl es eine gute Karte ist, 4-4. Leider eins zu viel für unser Jamming, aber an sich eine nette Sache. Boah, gut. Gut Geld gemacht. 200 wieder mehr durch die ganzen doppelten Karten, die wir schon bekommen haben. Und wir haben ein paar Pattern, die wir ausgeben können. Und wenn wir uns das Deck anschauen. Ja, ja, passt schon. Und wir schauen uns die Legendary Sachen an. Dann sehen wir, haben wir schon ein paar. Den Wurf hatte ich schon. Den Low habe ich mir letztens mal vor der Aufnahme geholt. Den wollte ich unbedingt haben. Take control of target ship with 7 or more attack. Richtig gute Karte, meiner Meinung nach. Den Lower Spore Cube Type 3 habe ich bekommen. Der war einfach mal so random in einem Pack drinnen. Und die Enterprise A genauso. War auch einfach mal so dabei. Ganz nett, meiner Meinung nach. Genau. Dann können wir uns noch die Epic-Sachen anschauen. Da sind auch schon ein paar dabei. Lita. Wesley. I'm with Starfleet. We don't lie. Pike. Steady as we go. Nock. I want to be the first Ferengi in Starfleet. Barclay. Thanks for assigning me to this mission. Sarek. How rare to meet one's own demons in the Flash. The Professor. The time for games is over. Dann haben wir die Voyager, Intrepid Class, Reliant Class, die Yorktown, ein Borg Cube, Kazen Heavy Carrier, Borg Sphäre und die Deritex Warbird. Deritex Warbird, super Werte. Borg Sphäre praktisch wegen Modulating Shields and Haste.
recht miese Verteidigungswerte, aber wie gesagt, dafür die anderen beiden Boni. Guardian Modulating Shields von Kazen. Destroyer Ship with 7 or more Attack. Das ist richtig gut, dieser Borg Type 3. Sehr praktisch. Mit 5 auch recht günstig und damit kann man schön den Gegner was aushebeln. Guardian und Draw a Card. Gut mit viel Verteidigung. Und Haste und Guardian vermitteln. Ja, ist ganz nett. Kann man mal zwischendrin quasi opfern, das Schiff, indem man das spielt und einen anderen dann zum Guardian befördert. Praktisch auch nicht so viel Guardians in seinem Deck hat oder gerade unbedingt einen braucht. Ja, dann war das das. Dann habe ich mal die epischen gezeigt und die legendären. Ja, Worf haben sie übrigens verändert. Today is a good day to die. Der hatte doch vorher sowas wie Cloaking, wenn er gecloaked ist, also wenn ein Schiff quasi in dem Schattenmodus ist, dann macht er mehr Schaden. Das haben sie jetzt gelöscht und er macht eigentlich immer 4 Damage, wenn er das Flaggschiff vom Gegner angreift. Somit kann man den auch ganz gut mitnehmen für allerlei Kämpfe und nicht nur gegen die Klingonen. Lo haben sie, glaube ich, nicht verändert. Der hatte vorher auch schon 7 Kosten. Und der Take Control of Target Enemy Ship with 7 or more Deck, das ist halt der Hammer, wenn ein Gegner. Entschuldigung. Wenn ein Gegner ein richtig gutes Schiff hat. Das kann ein Spiel ändern. Ich habe schon ein paar Mal in Quarks Bar durch, ich glaube, die Borg Queen sammeln den und Locutus auch am Sack bekommen, weil die halt den Lower gerade im blöden Moment gecastet haben, wo ich ein Riesenschiff verloren habe, was dann an den Gegner rübergewandert ist. Und wenn das dann noch ein, was war es denn bei mir? Bei mir war es einmal ein Guardian, der 14 Verteidigung hatte und 7 Angriff oder so und erst um Gegner rübergewandert und den kriegt man halt echt nicht down. Also wenn man selber nicht Lower im Petto hat und die Karte gerade nicht bei der Hand hat, die Schiffe zerstört, dann ist das ein ja schon verlorener Kampf gegen die Borg Queen, wenn dann auf einmal das Schiff auf der Gegenseite ist. Also Lore ist richtig stark. At the end of your turn, disable random enemy ship. Und Guardian, when you use your flagship abilities, gain 10 auxiliary. Ich kann nicht mehr reden. When you use your flagship abilities, gain 10 auxiliary power. So rum. Guardian und 7 Verteidigung ist eine coole Sache. Und das mit auxiliary ist auch ganz gut. Gerade wenn man sieht, zum Beispiel, das fühlt sich langsam, man kann es verwenden, dann ist es praktisch, den rauszuhauen. Und dann gleich davon zu profitieren, dass man 10 Auxiliary Power quasi bekommt für Lau. Ja, und ich werde mir dann überlegen, was ich mir kaufen könnte. Ich habe schon eine Idee, wie es werden könnte. Oder welches Schiff werden könnte. Da sind ein paar ganz gute. Da sind schon echt ein paar gute dabei. Ich weiß zum Beispiel, dass das hier ein sehr beliebtes Schiff ist. Das Bioship von Species 8472, gerade wegen Jamming. Frage ist, ob ich es in meinem Jamming-Deck wirklich brauche. Macht halt 2 Schaden an 2 random Schiffen. Boah, weiß ich nicht. Wäre ich eher so ein Fan von... I am Locutus. Genau, von dem hier. Destroy 2 random enemy ships. Das kann halt auch mega reinhauen. Und
in der angesprochenen Runde, wo mir die Borg Queen erst meinen Lore, mit dem Lore mein mächtigstes Schiff entführt hat, hat sie danach nochmal den Lukutus gesprochen, mir zwei andere gute Schiffe runtergeballert und zerstört. Und dann hatte ich vorher drei mächtige Schiffe und dann gar nichts mehr. Und hab gegen eins von meinen kämpfen müssen. Ja, hab dementsprechend verloren. Das sind dann wirklich so ärgerliche Momente. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn man die selber sprechen kann. Und damit eine vielleicht schon verloren geglaubte Partie umdrehen kann. Also Locutus ist auch ganz weit vorne auf meiner Liste. Darf aber auch nicht vergessen, Schiffe mitzunehmen, weil hatte auch schon den Fall, dass alles voll mit Leuten war und dann hatte ich keine Schiffe, auf die ich sie setzen kann. Drum schaue ich bei meinen Decks jetzt schon eher drauf, dass ich mehr Schiffe auch reinpacke. In dem Fall sind es... ich weiß nicht, ob es zu viele Charaktere sind. Auf jeden Fall gerade so an der Grenze. Na gut, auf jeden Fall ist die Folge schon mega lange. Ich werde jetzt mal einen Cut machen. Ich merke auch gerade, wie ich saumüde werde. Mal schauen, ob ich gleich noch ein Quarks mache oder ob ich das dann eher auf einen anderen Tag verschiebe. Aber ich wollte jetzt schon die ganze Woche aufnehmen und ich bin leider gerade so mega im Stress, dass ich zu nichts gekommen bin und dachte mir, ich klatsche es jetzt noch. Ich klatsche es rein. Ich bringe euch jetzt noch eine Aufnahme, damit ich euch wieder mal was zeigen kann und euch wieder mal mitnehmen kann in Adversaries. Ich spiele es nach wie vor sehr fleißig und sehr gerne und hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Video und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.